So, liebe Kunden, ich zeige euch heute, wie man ein Bienenvolk mit der Oxalsäure-Träufelbehandlung gegen die Varroamilben behandeln kann. Als erstes sollte man eine Größenabschätzung machen. Da mal bitte kurz in der Kamera reinzeigen. Das ist jetzt ein mittelgroßes Bienenvolk. Und wir gucken uns jetzt nochmal gleich von der Seite an, beziehungsweise von der Mitte. Ich habe standardmäßig schon mal 40 ml aufgezogen. Und ja, bei dem Bienenvolk wären 40 ml angebracht. Wir nehmen dazu eine Zahnarztkanüle ohne Spitze vorne. Das kriegt man bei jedem Zahnarzt. Damit werden die gezogenen Zähne ausgespült, die Hohlräume. Eignet sich perfekt für die Behandlung der Oxalsäure. Wir haben dadurch halt auch keinen harten Strahl. Ne? Also man kann die Bienen nicht verletzen. Der Strahl ist angenehm für die Bienen. Und ganz wichtig ist bitte, die Oxalsäure immer etwas lauwarm auf das Bienenvolk applizieren. Und nicht im kalten Zustand. Ah ja, und das Allerwichtigste, bei der Oxalsäure muss das Bienenvolk brutfrei sein. Und wer das nicht einschätzen kann, ob die Bienen brutfrei sind, der muss einfach Waben ziehen und tatsächlich gucken. Und wenn ihr noch Brut drin habt, dann ist es tatsächlich klüger zu sagen, man wartet noch ein paar Tage. So, Unterseite ist behandelt. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen was aufgehoben für die obere Seite. Da sitzen ja auch noch Bienenwabengassen und die sollen natürlich alle ein paar Tropfen abbekommen. So, jetzt soll die Sache passen. Und zum Abschluss gucken wir nochmal, ob wir vielleicht nicht doch hier eine kleine Wabe austauschen können. Die sieht nämlich schon ziemlich weggefuttert aus. Schauen wir doch mal kurz. Also hier ist sie auf jeden Fall mal leer. Hier haben sie noch was drin. Eventuell zum späteren Zeitpunkt mal austauschen, aber jetzt ist da nicht die Zeit gekommen. Hier haben sie auch noch genügend Futter. Sieht alles ganz gut aus. Da die Oxalsäure nur einmal appliziert werden darf, ist es immer gut, wenn man sich deswegen Notizen macht. OX steht für Oxalsäure, das Volk war gut vom Verhalten, die Gesundheit war okay, die Entwicklung war auch gut. Und auch der Honig haben sie noch gut drin gehabt. Und da kann man auch noch einen Pluspunkt geben.
Die Wirkung von der Oxalsäure ist übrigens tatsächlich ein reines Kontaktgift. Also wir reden jetzt nicht von, dass die Biene das frisst und dann irgendwas im Körper hat, sondern tatsächlich ist es nur auf dem Pelz von der Biene drauf. Deswegen ist ja auch der Saccharosezucker drin. Das ist eigentlich nur der Verteilmechanismus, dass es klebt auf der Biene, die Oxalsäure. Und ja, es ist definitiv ein reines Kontaktgift. Die Wirkung hält 7 bis 21 Tage an und wenn es hart auf hart kommt, kann das natürlich sein, dass da nochmal ein paar tausend Milben rauspurzeln. Wenn man es ja gut überstanden hat, dann sollten das aber eigentlich eher ein paar hundert, bestenfalls gar keine oder zumindest unter 100 Milben sein.